Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin fleissig am Trainieren, aber das mache ich auch gerne. Nein, ich glaube, das ist einfach, wie es ist. Das gehört dazu. Es gibt immer wieder Rückschläge im Leben. Und ja, Kunst ist eigentlich richtig, damit umzugehen. Ja, es klingt speziell, aber das Hirn verformt sich aufgrund von meinen Gedanken, die ich habe. Und wenn ich halt mehrheitlich positiv durchs Leben gehe, dann wird mein Hirn automatisch auf eben, Rückschläge positiver reagieren. Und das ist auch das ein tägliches Training, aber Kunst ist eben die Freude an vielen kleinen Sachen und dann fallen auch die grossen, schlechten, negativen Sachen. Ja, gehe ich nicht so nach. Ja, im Bizeps ist kein Muskelschwund vorhanden, das beruhigt mich. Ja, die Statistik zeigt irgendwo durch, dass sicher etwas fehlt. Ja, es ist gegenseitig. Mir fehlt es extrem, auf dem Feld zu sein. Und die Mannschaft, ich wäre sicher auch froh, wenn ich meine Qualitäten auf dem Feld einbringen könnte. Ja, viel kleiner als sonst, leider. Die Wahrheit liegt wirklich auf dem Platz, so plakativ wie es tönt. Aber dort wird gearbeitet, dort wird, entsteht schlussendlich miteinander etwas. Und nebendran ist eigentlich alles nur Blabla. Und die Umsetzung ist das Entscheidende. Und die ist halt auf dem Platz und die kann ich leider im Moment nicht mehr machen. Ja, Respekt ist für mich, dass man einfach die Leute so behandelt, wie man selber behandelt wird. Durch keinen Muskelschwund im Bizeps. Nein, ich meine das Leben, was ich vorhin gesagt habe. Ja, sicher geniessen und die guten Emotionen auf die Mannschaft können überbringen. Es soll auch für uns ein riesiges Event sein mit sehr, sehr vielen positiven Emotionen. Aber natürlich unsere Tugenden aufs Feld bringen. Und dort werde ich schauen, dass die Mannschaft so heiß wie nur möglich machen kann. Aber wie gesagt, wenn der Schiri abpfifft, dann bist du eben dann weg. Indem wir das auf den Platz bringen, wo wir können. Der FC Thun hat Tugenden, die ich finde, die einmalig sind. Und wenn wir das abrufen, dann haben wir das nächste Mal bewiesen, dass wir jeden schlagen.